Ich möchte dieser Reise einen Sinn geben. Daher habe ich sie den sinnvollen Traum genannt. Es ist eine Strecke von 8000 Kilometern. Über Berge, durch Taiga und Tundra, vom Baikalsee nach Moskau. Wir müssen die Strecke im Winter zurücklegen, bevor der Frühling anbricht. Das war unsere Expedition. Aber ich denke, der Norden, die Hunde und ich werden noch eine Menge miteinander erleben.